Mates, was geht ab und damit willkommen zurück hier auf meinem Kanal zu einem neuen Türchen des Adventskalenders. Tür Nummer 3 mit einem neuen Team. Ist eine bunte Mischung, Jungs. Wir haben nur einen Goldspieler, der Rest ist eine bunte Mischung und darauf gucke ich zuerst, weil ich feiere es einfach, wenn die Teams wirklich bunt sind. Und wir haben einige gute Spieler. Es ist sehr, sehr Serie A-lastig, aber auch da gibt es viele underrated Spieler, die wirklich geisteskrank sind. Einmal Inform Ozyman. Ist eine kranke Karte, brauchen wir nicht weiter drüber reden. Arnautovic ist, ich mag das Rootbreaker-Event gar nicht, aber es ist eine der besten Rootbreaker-Karten, auch Preis-Leistung einfach Killer. Correra auf Tattoo-M macht mir nichts mit falsch. Insigne gemacht. Die SBC habe ich auch überlegt, mir selber zu machen, aber passt leider nicht, also wirklich gar nicht in mein umgebautes Bundesliga-Team jetzt. Dann Tonali auf ZDM. Vielleicht da, den könntest du noch upgraden mit einem Vidal. Die Champions-League-Karte von Vidal, dann wäre wirklich Bombe. Politano habe ich selber auch gemacht, kann ich noch nicht spielen, weil passt nicht in mein Team, aber der ist ganz okay, kann man auch spielen. Atal in Form, hat Pace, Atal war letztlich ja geisteskrank drauf. Dante, weiß ich nicht, wie der so ist, aber lässt sich bestimmt noch mal spielen. Wenn nicht, dann hat man daneben noch den Kimpembe, der das sowieso komplett alleine regelt in der IV. Und noch ein Amavi, ja, habe ich selber schon gespielt. Kann man nicht sehr viel anderes dahinstellen. Vielleicht ein Spinazzola, das wäre nochmal Killer. Und im Tor einen Lopez. Ja, ich würde mir da vielleicht noch so Donnarumma hinstellen und so weiter. Vielleicht Donnarumma einfach feier in der französischen Liga. Ansonsten war das Team im Türchen 3. Kriegt von mir eine 8,7 von 10. Und ansonsten war es das. Lasst ein Abo da. Morgen kommt das nächste Türchen. Bis dahin, haut rein. Aber nicht im Gesicht, damit ihr morgen wieder hier seid für Türchen Nummer 4.